allen bedanken, die hier sind. Wir sind friedlich. Wir sind immer diejenigen, die auch mit der Polizei kooperieren, denn auch wir wissen, dass jeder Staat eine Polizei braucht und einen Rechtsstaat, damit es diesen überhaupt geben kann. Wir stehen auch hier für die Beamtinnen und Beamten, Staatsbürger in Uniform, denn auch sie verteidigen die Grundrechte und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, so wie wir das auch tun. Ich möchte an diesem Punkt sagen, dass im Moment die politische Führung in unserem Land und ausdrücklich nicht die Beamtinnen und Beamten diejenigen sind, die das Grundgesetz mit Füßen treten. Und wir werden das nicht zulassen, denn wir verteidigen es. Wir stehen auf der Basis des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 und wir werden es immer verteidigen. Und ich möchte eins dazu sagen, die Maßnahmen des sogenannten Infektionsschutzgesetzes, besonders § 28b, sind geeignet, die Grundrechte, aber auch das Grundgesetz in einer Form zu konterkarieren, dass man sagen kann, am Ende stehen weder Judikative noch Exekutive getrennt voneinander da und das bedeutet, dass wir letztlich keinen Rechtsstaat mehr haben. Das heißt, die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist damit eingeschränkt. Das bedeutet, dass man gegen diese Maßnahmen keine richterlichen Beschlüsse mehr erwirken kann. Und das wiederum bedeutet, dass letztlich dieser Pfeiler des Grundgesetzes aufgegeben wurde und zum Einsturz gebracht wurde. Wir lassen uns das nicht bieten. Die Gewaltenteilung, Judikative, Exekutive und Legislative sind nun mal die Grundpfeiler einer jeden Demokratie. Und wir können uns das nicht nehmen lassen und werden es uns auch nicht nehmen lassen. Ich habe am 7. Oktober 1989, am 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik, hier in Berlin, allerdings auf der anderen Seite der früheren Mauer, den Deutschlandkongress gegründet, in dem Bestreben darum, dass wir demokratische Veränderungen nicht nur in der Deutschen Demokratischen Republik, sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland herbeiführen, die am Ende mit dem Ziel verbunden werden können, eine Verfassung für Deutschland und einen Friedensvertrag herzustellen. Wir haben dann eine verfassunggebende Versammlung zunächst ausgerufen, wurden allerdings von den Ereignissen des Jahres 1990 überrollt. Alles ging plötzlich ganz schnell auf Wiedervereinigung zu. Der 10-Punkte-Plan von Bundeskanzler Kohl wurde umgesetzt in einer Geschwindigkeit, wo uns allen Hören und Sehen verging. Viele, die eine bessere und demokratischere DDR wollten und nicht eine sofortige Wiedervereinigung, wurden damals einfach kaltgestellt und wachten in einem anderen System auf, als sie eingeschlafen waren. Wir dürfen heute nicht zulassen, dass wir noch einmal einschlafen und in einem anderen System aufwachen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen die Freiheit verteidigen, die Grundrechte, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das ist unsere Prämisse und ich werbe dafür, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland durch eine Volksabstimmung mit kleinen Veränderungen, aber dann zur Verfassung für Deutschland zu machen. Nur dann werden wir tatsächlich auch souverän sein, denn was wir im Moment erleben, ist, dass die Scharf-Gesetze, Supreme Headquarters Allied Expeditory Forces Gesetze der Alliierten, rein theoretisch noch einmal in Kraft treten könnten, nämlich dann, wenn der Föderalismus die Freiheit, die Grundrechte und die Gewaltenteilung in Deutschland nicht mehr gewährleistet sind. Dann gelten diese Rechte weiter nach 2+4 Vertrag, wenn man die Fußnoten genau liest. Und es gibt noch einen Punkt, wo ich sage, wir müssen uns auf jeden Fall in dieser Phase des wirtschaftlichen Umschwungs, in dieser Phase einer Pandemie und eines möglichen Zusammenbruchs unseres Wirtschaftssystems, müssen wir uns darauf konzentrieren, die Freiheit zu verteidigen, aber auch den Frieden zu erhalten und besonders den Frieden mit der Russischen Föderation. Und deshalb bin ich gegen jede Art von Konfrontation
besonders mit Russland. Wir dürfen das nicht zulassen, dass hier Kriegstreiber tätig sind, dass die NATO an der Ostgrenze stationiert wird und provoziert. Das geht mit uns nicht. Wir sind für den Frieden und für die Freiheit und für unsere Grundrechte. Ich danke allen ganz herzlich und hoffe, dass wir heute noch einen schönen Abend hier verleben können. Vielen Dank.